Juventus Turin hat 4:1 gewonnen gegen Budapest, das erste Spiel. Relativ deutlich. Wer hat nicht getroffen? Cristiano Ronaldo. Ja, er trifft ja eigentlich immer, aber da hat er nicht getroffen. Und das scheint ihn wohl sehr gewurmt zu haben. Denn Marcel Heißer, ein Spieler von Budapest, sagte Folgendes. Auf mich wirkte er ein bisschen angepisst und sauer. Er hat nur abgewunken, als ich Trikots tauschen wollte. Vielleicht, weil er gegen uns nicht getroffen hat. Also Ronaldo verweigerte den Trikottausch. Das hat aber Messi auch schon gemacht. Ich glaube bei Alphonso Davies sogar. Ich glaube, wenn so ein Spieler genervt ist, und Ronaldo ist halt so ein Typ, wenn man 4:1 gewinnt und er kein Tor macht, dann ist er sauer. So ist er, Ronaldo. So muss man ihn nehmen, so wie er ist. Deswegen ist er gerade so stark. Man kann auch sagen, ja, das ist egoistisch, dann kann sich trotzdem freuen. Ich glaube, irgendwo ganz in seinem Kopf freut er sich natürlich auch für die Mannschaft. Aber in dem Moment ist er einfach so ein Typ, er denkt auch immer an sich selber natürlich. Und das kann man ihm als Schwäche auslegen. Man kann es ihm aber auch als Stärke auslegen, weil er dadurch so ein unfassbar kranker Spieler geworden ist. Durch diesen positiven Egoismus von ihm, meiner Meinung nach. Wenn ich diesen Ehrgeiz hätte, überall der Beste zu sein, dann wäre er nicht so gut geworden. Weil man kann gerne sagen, dass Messi mehr Talent hat. Aber mehr Ehrgeiz hat auf jeden Fall Cristiano Ronaldo. Da kann man auch sagen, was man will. Ja, des Weiteren sagte dann Marcel Heißer noch Folgendes. Oder weil ich ihm den Ball abgenommen habe, als er dribbeln wollte. Davon gibt es ein Foto, das habe ich auf meinem Account gepostet. Dieser Moment war die schönste Erfahrung meines Lebens. Also nichts gegen Marcel Heister, aber ich muss ja wirklich sagen, das finde ich ja schon ein bisschen lustig. Also das ist die schönste Erfahrung seines gesamten Lebens war, als er Cristiano Ronaldo den Ball abgenommen hat. Ich meine, ja, okay, lassen wir mal so stehen. Ist ja auch schon heftig, so wenn man so ein Ronaldo ist, man auch irgendwo nur ein Mensch, ja. Und wenn man so denkt, wenn ein Verteidiger mir jetzt den Ball abnimmt, dann rahmt er sich gefühlt dieses Bild ein und erzählt wahrscheinlich seinen Kindern noch davon. Schon heftig, was für einen Status man da haben muss als Cristiano Ronaldo. Aber was sagt ihr, liebe Freunde, eure Meinung in die Kommentare? Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Da ging es darum, warum der Stürmer, der beste Stürmer vom FC Brügge heute gegen Dortmund nicht spielen darf. Ganz kurioser Grund. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, dann klickt ihr jetzt mal ganz schnell in die Mitte. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, den Ball richtig flach.